Moin allerseits, ich bin Sven und mein Kumpel Chris und ich sind wieder unterwegs und machen ja eine schöne Tour, eine schöne Übernachtung im richtig schönen verschneiten Gebiet hier, wie man so drumherum vielleicht sehen kann. Heute Nacht sollen etwa minus 1, minus 2 Grad werden, Schneeregen gegen Abend und ja, es könnte auch noch ein bisschen stürmisch werden. In den Höhenlagen haben sie Windgeschwindigkeiten bis 140 km/h angesagt, deswegen seht ihr uns auch nach unten gehen. Denn in den Höhenlagen werden wir uns dann natürlich nicht aufhalten. Unten war es deutlich humaner. Von daher wird das passen. Wir sind da guter Dinge und haben reichlich Erfahrung, dass wir uns entsprechend versuchen können. Aber erstmal geht's runter. Also oben sieht man auf jeden Fall den Wind schon gehen. Langsam sind die Wolken nicht mehr unterwegs. Aber auch ein bisschen blau. Mal gucken. Na, erkennt ihr die Spur? Haut doch mal in die Kommentare, wenn ihr mögt. Und weitere Spuren. Schön den Hang runter. Ah, durch Schnee wandern ist einfach mal herrlich. Vor allem, weil wir weitestgehend, also hier jetzt nicht mehr, aber vorhin die ersten Spuren gemacht haben. Ein bisschen Sonne kriegen wir manchmal auch, ja, könnt ihr es erkennen. Ja, hier, blauer Himmel. So viel habe ich schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Ach, herrlich. Ich liebe Winterlandschaft. Also hier ist irgendwas. Vermute mal flüchtig runter. Würde ich doch mal sagen, gehen wir den Weg aber weiter. Mal zurück, macht eh keinen Sinn. Und da hinten sind ja auch nochmal ein Weg. Oh. Ja, wir rekapitulieren gerade so ein bisschen den Weg. Wir sind gerade ein bisschen frei nach Schnauze gelaufen und gucken gerade, wo wir eigentlich sind. Chris hat das GPS angeworfen. Das ist einfach herrlich hier. Chris checkt gerade. Und in die Richtung auch einfach nur herrlich. Wie gesagt, man sieht, dass es gut windig ist in den Höhenlagen. Wollen wir mal schauen, wie weit der Wind runterkommt. Man merkt schon ein bisschen Wind und der ist vor allem sehr eisig. Und so ein bisschen kommt er auch mal runter. Aber jetzt gerade nur leichter Grieselkram. Mal gucken. Es ist durchaus nachher gegen Nachmittag Schneeregen, Hagel, Schnee und so weiter angesagt. Und wie gesagt, der Wind könnte noch zunehmen, aber das werden wir sehen. Bisher ist noch alles gut und vor allem sehr, sehr angenehm. Und einfach wahnsinnig schön. Na, was hast du dazu, ja? Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ganz schön, das hast du schon oft gesagt. Es wird merklich windiger. Also ich strudel hier gerade übrigens nicht hin, sondern in diesem Bach. Ne? So, ein Glück mit dem Wetter bisher. Herrlich, ja, hier sieht auch ein bisschen unfreundlich aus, aber das täuscht. Die Sonne
Zwischen ist. Sehr schön. Oh, das sind so schöne Kontraste. Herrlich. Einfach toll. Und weiter geht's. Nicht nur schlecht, dass die ganzen Bäume weg sind oder viele. Ich habe noch mal Aussichten, die man nie zuvor hatte. Also wirklich herrliche, herrliche Ecke. Und hier haben wir wieder Spuren. So, und größere Spuren haben wir auch. Wind nimmt deutlich zu. Ich habe schon gesagt, sieht so ein bisschen aus, als wenn wir Richtung Mordor unterwegs sind. Auch wenn es da so ein bisschen bläulich wirkt. Das ist so eher unsere Richtung. Und irgendwie sind wir doch wieder oben gelandet. Aber nur unten geht ja auch nicht und oben hat man so eine schöne Aussicht. Mal gucken. Und weiter hoch geht's. Boah, echt gut anstrengend. Muss ich ja sagen. Ist immer warm, wenn man kurz stehen bleibt. Dann kommt der Wind, dann ist es kühl. Ja, das ist eine herrliche Aussicht. Das macht einfach echt Spaß. Oh, also bald sollten wir ganz oben sein. Aber Aussicht lohnt sich. Echt herrlich. Hier übrigens wieder Spuren. Hier nach vorne in den Bestand reinführen. So, man denkt, man ist oben, kommt eine Kurve und es geht weiter. Aber hier ist jetzt nur sanfte Steigung. Da hinten, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, ein riesiger Holzstapel. Wir suchen jetzt mal uns mal einen Punkt, wo wir mal ein Käffchen trinken können. Ja, hier ist gut windig, aber jetzt dürfen wir wirklich ganz oben sein. Gipfel lohnt sich immer, dann ist es die Mühe auch wert. Ja, leider kein geschützter, hier ist eine Bank, ein bisschen geschützter wäre ganz nett, weil hier pfeift der Wind schon gut. Ja, und da kommt auf jeden Fall, es grieselt so ein bisschen, da kommt aber auf jeden Fall heute noch richtig was runter. Hoffentlich erst, wenn wir auch unser Lager aufgeschlagen haben, das wäre ganz cool. Aber jetzt erstmal windgeschützten Ort suchen, schön Käffchen. Also auch wenn ihr das in dem Ausmaße nicht sehen werdet durch die Weitsicht, ich versuche mal rein zu zoomen, aber es ist aber ein Traum. Für sowas macht man das. Da hinten so dieser eine einzelne Lichtspot, der durch die Wolkendecke durchkommt, auf den Boden scheint. Herrlich, einfach nur herrlich. Und wenn man denkt, man ist ganz oben, kommt eine Kurve. Und dann geht nach oben. Da oben auch schön dicke Eiszapfen dran. Echt eine anstrengende Tour bisher. Und es ist gerade auch mal aufgefallen, dass wir den ganzen Tag bisher nur eine einzige Pause gemacht haben. Weil einfach ja keine großartige Sitzgelegenheit oder überhaupt irgendeine Gelegenheit, sich groß aufzuhalten. Und wenn da mal eine Bank war, dann stand die halt mitten im Weg, also im Wind. Da hat es sich auch nicht gelohnt.
deutlich weiter unten, aber auch richtig, richtig schön. Noch immer keine Pause. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, mit was für einer Kraft die Sonne dadurch die letzten Strahlen noch durchschickt. Krass. Ich dachte, da wären Scheinwerfer. Will die Sonne aber noch mal mit Kraft zeigen, was sie kann. Das ist ein Traum. Stell dir das doppelt so toll vor, wie es gerade auf der Kamera aussieht. Das ist irre. Ja, und genau für sowas macht man das. Ich weiß gar nicht, ob ich damit darauf bekomme. Aber genau so welche Anblicke, so welche Momente. Ich war eben sowas von im Arsch, also richtig, richtig, richtig im Arsch. Brauche auch echt eine Pause, aber wir haben bald unseren Lagerplatz, glaube ich, gefunden. Und jetzt einmal so einen Anblick und zack, hat man wieder so einen Bonus Energie bekommen. Herrlich. So, wir haben Platz gefunden. Chris begradigt bei sich gerade so ein bisschen. Eine Schneeschippe. Ich werde mich hier vorne auf den Boden packen und sammle gerade reisig. Das ist jetzt so der klägliche Anfang. Ich habe nämlich wieder nur meine BW-Matte mit und als Backup diese Sommerluftmatte, die dünne. Und mit Schnee ist es halt einfach deutlich kälter. Deswegen bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert. Und deswegen werde ich direkt so ein bisschen reisig zusehen, dass ich auf den Boden was packe. Einfach nur, dass ich vom Schnee weg bin. Jetzt keine ausreichende Reisigschicht. Das will ich ja gar nicht zusammensammeln. Hier ist auch gar nicht so viel. Aber halt genügend, dass ich nicht direkt auf dem Schnee liege. Und ich werde mit dem Reisig dann so ein bisschen den Boden ausgleichen. So, einfach nur so ein kleines Reisigbett. Das ist natürlich nicht die Isolation, also minimal. Sondern mir geht es wirklich nur darum, vom Boden weg zu sein. Beziehungsweise vom Schnee weg zu sein. Da kommt gleich die Elefantenhaut drauf. Und darauf kommt der Biwaksack. Und da rein kommt die BW-Matte. Ja, und dann bin ich mit dem Defense 1 unterwegs. Chris baut sich sein Lager gerade auf. Ich verzichte übrigens auf den Tarp. Ich werde mich einfach nur in den Biwaksack legen. Das soll zwar so ein bisschen grieseln, aber hier über mir ist eigentlich ganz gut Schutz. Und ja, im Biwaksack kommt so nichts durch. So, aktuell haben wir etwa minus 1 Grad. Ja, kann man jetzt schlecht sehen. Das war eine echt anstrengende Tour bisher. Ich hoffe sehr darauf, dass die Nacht angenehm wird. Wir machen uns jetzt eben eine Kleinigkeit zu essen. Ich habe 2 Schalen mit. Ich glaube, Chris hat auch 2 Schalen mit. Und dann noch ein bisschen was trinken. Ja, leider haben wir Tee vergessen. Wollten wir beide mitnehmen, haben wir beide nicht gemacht. Kaffee, ja, ist jetzt zu spät, weil wir uns jetzt auch in einer Stunde oder anderthalb werden wir uns bestimmt hinlegen. Aber jetzt erstmal gleich schön was zu essen. Mein Setting ist soweit fertig. Ich muss jetzt nur noch gleich die BW-Matte drunter schieben. Ja, wie eben schon gezeigt, mein Rucksack mit als Kopfkissen. Da ist mein Defense 1, Biwaksack. Da drunter Elefantenhaut. Ja, Tarp spare ich mir. Chris ist hier vorne. Der hat das DD-Tarp aufgespannt. Und hat sich hier mit Elefantenhaut, Neo Air und Defense 4. Ich leuchte einfach mal so rein. Der gerade so zugeht. Der gerade so zugeht. Für Notfall habe ich mir tatsächlich meinen Regenponcho beiseite gepackt. Dass wenn da dann noch irgendwie ganz viel Schneeregen runterkommt, das ist mit dem Guckloch so ein bisschen unangenehm. Dann werde ich meinen Regenponcho eben schnell als Dach für zumindest den Kopfbereich aufsetzen, aufbauen. Oh, jetzt, es ist echt richtig scheiße kalt, auch wenn es nur minus 2 Grad sind. Aber die Nässe, die merkt man. Ich weiß, ihr seht gerade nur das rote Leuchten, aber ich habe keine Lust, die abzunehmen und auf mich zu leuchten. Ich lege mich jetzt hin. Wir sehen uns bestimmt morgen früh nochmal. Gute Nacht. Guten Morgen. Es sind gut 7 Stunden ins Land gegangen. Seit 6 davon schneit es so Schnee, Regen, ganz feiner Sprühkram. Ich habe mir meinen Poncho über mir als Dach gemacht. Chris pennt noch. Ich werde ihn noch pennen lassen, so ein Stündchen. Und mache mir gleich schon mal ein Käffchen. Ja, Temperaturen haben sich nicht mehr geändert, minus 2 Grad. Aber super angenehm im Inneren vom Biwaksack. Das passt auf jeden Fall. Ja, ich mache mir jetzt erstmal ein Käffchen. Naja,
zum Glück alles. Ist ja zum Glück alles soweit wasserfest eingepackt. Windiger ist es auch geworden, aber hält sich alles noch im Rahmen. Wir sind sehr, sehr, sehr weit wieder nach unten. Nachdem wir erst ganz oben waren, sind wir dann ganz runter. Ja, ich weiß, ich habe die Mütze noch auf und die Lampe hier dran, aber ihr könnt so ein bisschen so erahnen, dass ich das bin. Aber ich habe keine Lust, jetzt alles runter zu tüdeln. Ja, wie gesagt, ich mache mir jetzt ein Käffchen. Und ja, dann packe ich so langsam schon mal alles zusammen und werde mich, glaube ich, werde mir selber den Poncho anziehen. Denn das ist langsam so richtig schön nass. Winden deutlich zu, das merkt man. Ich freue mich so langsam, gleich in die Gänge zu kommen, abzubauen und loszulaufen, dass einfach so ein bisschen Bewegung in den Körper kommt. Das wird gut tun, aber erstmal ein Käffchen. Oh, mir war der Poncho ganz gut was abgehalten. Ich habe mein gesamtes Schlafsetting hier, bis auf die BW-Matte, alles hier zusammen eingerollt. Und ja, Elefantenhaut ist auch noch drunter. Und will das so ein bisschen als Bedroll reinstopfen. Wir haben alles zusammengepackt und machen uns jetzt auf den Weg. Ja, das dauert noch ein paar Stunden, bis die Sonne aufgeht. Von daher werdet ihr nicht mehr so viel sehen. Bei der Tour generell, ja, war jetzt für euch vielleicht gar nicht so viel zu sehen. Für uns war es eine richtig coole Tour auf jeden Fall. Und ihr wolltet gerne wieder mit dabei sein. Dann kann es halt auch mal sein, dass es nicht so viele schöne Bilder gibt. Aber ja, draußen ist halt wie draußen ist. Ne? So, ja, wir machen uns jetzt auf den Weg. Dann sind wir schön früh auf der Autobahn. Dann kommt man auch schön runter. Aber wir haben jetzt erstmal noch einen richtig fiesen Anstieg vor uns. Wir sind gestern jetzt noch ganz runtergegangen, weil wir wegen dem Wind so ein bisschen auf Nummer sicher gehen wollten. Es kamen nachts immer mal so ein paar heftige Böen durch, aber mehr nicht. Also es war jetzt nicht irgendwie bedenklich oder so. Aber wenn man lange runtergeht, heißt das, dass wir auch erstmal lange wieder nach oben müssen. Also der Schnee nimmt echt ordentlich immer zu. Was gerade mal so sehen kann, ey. Auf jeden Fall kommt da gut was runter. Puh. Den fiesesten Teil vom Anstieg haben wir überstanden. Jetzt dauert es nicht mehr allzu lang. Man merkt, dass man wieder höher ist. Ja, sorry, ich tüdel jetzt auch wieder die Lampe nicht ab. Man merkt, dass man etwas höher ist, denn der Wind nimmt deutlich zu. War also auf jeden Fall eine gute Entscheidung, runterzugehen und sich da an den Windschutz zu begeben. Ah, coole Tour, hat Spaß gemacht. Macht's noch immer. Auch wenn man zwischendurch immer mal am Fluchen ist, ist sowas doch das Salz in der Suppe.